Interpreten. Ach du Scheiße. Mit mindestens 200 Millionen verkauften Tonträgern. Das heißt, ich will die Top 16 Künstler haben, die mindestens... Bands oder Einzelkünstler? Das ist beides korrekt. Interpret. Also quasi Interpret. Nein, also eine Band gilt auch. Ja, eine Band, genau. Ein Band, Solokünstler. Es kommt drauf an, was steht auf dem Plattencover vorne für Name drauf. Und wenn das davon verkauft wird, mindestens 200 Millionen. Es gibt eine Top 16, man könnte sagen, jetzt die erfolgreichsten Künstler nach Verkauf. Ich fange an, ja. Und du fängst okay. an. Okay, Elvis Presley. Elvis Presley, wir schauen, ist Elvis Presley dabei? Elvis Presley auf Platz 2, natürlich, mit über 1 Milliarde verkauften Exemplaren sogar. Was kennt man so? Das sind alle, die jetzt überhaupt mal da waren, ne? Die Top 6. Ja. Nee, natürlich, alle von allen Jahren. Rihanna? Rihanna, wir schauen vorbei, wir schauen... Wir haben Lieder über eine große Band geschrieben. Rihanna... Aber Rihanna ist wenigstens dabei. Ach, Rihanna ist sogar dabei. Ja. Entschuldigung. Ich wollte schon mit euch drücken. Ja, ich wollte schon. Ja, und zwar auf Platz 6. Rihanna ist dabei. Ja, du hast recht. Entschuldigung. Madonna. Madonna. Ist Madonna dabei? Madonna ist dabei. Auf Platz 4 sogar. Mit über 300 Millionen. Es wird jetzt schon ein bisschen kleiner, aber wir haben immer noch nicht die Top 1. Du nimmst Queen, wir schauen, ob Queen dabei ist. Ist Queen dabei? Natürlich ist Queen dabei. Platz 11. Rolling Stones. Die Rolling Stones. Haben die mehr als 200 Millionen verkaufte Exemplare? Ja, aber ganz knapp auf so, letzten ey, krass. Platz 16. Okay. Das waren dann wirklich ganz knapp. Es war letzte Woche 199 Millionen. Jetzt haben sie noch mal kurz nachgelegt, als der Schlagzeuger ist, aber ist eine andere Geschichte. So, weiter geht's. Michael Jackson. Michael Jackson. Ist Michael Jackson dabei? Auf Platz 3. Auch über 1 Milliarde verkauft übrigens. Ersten Platz haben wir noch nicht. Ersten Platz haben wir noch nicht. Wer könnte es sein? Ich sag jetzt mal AC/DC, ist nicht erster Platz, aber vielleicht. Wir schauen mal AC/DC. Ist AC/DC dabei? Ja. Ja, oh, Platz knapp. 15. Du kannst ja von hinten und du machst von vorne, das ist schon eine gute Taktik. Oh, ich weiß noch jemanden. 200 Millionen verkaufte Exemplare. Wir haben noch einen dabei, der hat über 1 Milliarde noch. Einen. Oder eine Band oder ein Sänger, keine Sängerin. Jason Derulo? Jason Derulo. Wir schauen mal, ob Jason Derulo dabei ist. Jason Derulo ist nicht dabei und wir lösen auf. Was haben wir denn? Ich hätte, komm, das ich hätte ist interessant. Whitney, ich hätte Whitney Houston. Können wir das machen, das mal auflösen machen? Elton John, ja stimmt. Ach so. Ich hätte noch Whitney Houston gesagt. The Beatles. Elton John, Led Zeppelin. Pink Floyd, Eminem, Mariah Carey, Eminem hat's mir aufgehoben. The Eagles, Whitney die Houston, gesagt. Die hätte ich gesagt. Und Celine Dion, bestimmt mit ihrer Titanic verkauft. Beatles, Alter, Sachen. Klar. Der Punkt geht an Königsblau. Also, John, Eminem, Beatles, okay, Pink Floyd geht auch noch.